Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei den Honigmann-Nachrichten vom 12. Juni 2013 mit der Nummer 111. Sonne. Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, weshalb das Universum dunkel und kalt ist, obwohl sich doch in demselben Billionen von Sonnen befinden? Keine neue Frage. Sie wurde bereits im 18. Jahrhundert gestellt. Das Olbersche Paradoxon. Der Autor von Die kalte Sonne, warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet, gab sich mit den Erklärungen der heutigen Wissenschaft nicht zufrieden und machte Recherchen. Die vom Autor aufgestellte neue Theorie widerspricht den Erklärungen der Wissenschaften für eine heiße Sonne eklatant, erklärt gleichzeitig auf eine verblüffend einfache Art und Weise, warum das Universum kalt und dunkel ist, da der Autor im Verlauf seines Buches eine Beweisführung antritt, die in der Behauptung gipfelt, dass unsere Sonne in Wirklichkeit kalt ist und kein Licht ausstrahlt, teilte pravda.tv.wordpress.com mit. Ankara. Der türkische Ministerpräsident Erdogan sucht die Machtprobe mit den seit über einer Woche im ganzen Land gegen die islamisch-konservative AKP-Regierung demonstrierenden Oppositionellen. Für das kommende Wochenende kündigte Erdogan zwei Massenkundgebungen an von Regierungsanhängern in Istanbul und Ankara. Zumindest zur Veranstaltung auf dem Flughafen von Ankara waren Staatsbedienstete zum Jubeln bestellt worden. Im Falle ihres Fernbleibens drohte ihnen eine Geldstrafe von 100 Lira, etwa 40 Euro. Während die Polizei das große Protestcamp auf dem Taksimplatz am Wochenende in Ruhe ließ, geht sie weiterhin mit massiver Gewalt gegen die nächtlichen Demonstrationen in Ankara vor. Hier Proteste stärker als in Istanbul durch kemalistische und nationalistische Gruppierungen geprägt. Zu Kämpfen mit der Polizei kommt es zudem jede Nacht im Istanbuler Armenviertel Gazi, in dem vor allem Aleviten und Kurden leben. Die revolutionäre Linke über eine starke Basis verfügt. In der südanatolischen Stadt Adana wurden am Montag 13 Personen unter dem Vorwurf, über Netzwerke wie Facebook und Twitter zu Krawallen aufgerufen zu haben, vor Gericht gestellt, berichtete jungewelt.de. Ein Hinweis für die Nachrichtenblogs. Die Türkei gehört nicht zu Europa. Nochmal Ankara. Es bleiben nur noch 7 Monate bis zu den Wahlen und ich möchte, dass ihr ihnen eine Lektion mit demokratischen Mitteln an der Wahlurne erteilt, sagte Erdogan während einer Rede vor Anhängern in der südtürkischen Stadt Adana am Sonntag. Er fügte hinzu, wir werden nicht dasselbe tun wie die Plünderer, die brandstiften und zerstören. Weiter beschrieb er die Demonstranten als Anarchisten und Terroristen, die in niederträchtiger Weise die Regierung des Landes beleidigen, unterrichtete marialourdesblog.com. Aleppo. Kämpfer einer noch nicht identifizierten Fraktion der syrischen Rebellen haben Muhammad Qatar, einen 15 Jahre alten Jugendlichen in der Stadt Aleppo, exekutiert, nachdem sie ihn der Blasphemie beschuldigten, wegen einer Äußerung, die er in einem Gespräch mit einem anderen Jugendlichen gemacht hatte. In dem Gespräch hatte er laut Berichten eine Redewendung benutzt, die im syrischen Arabisch üblich ist, aber den Namen des Propheten Mohammed angeblich nicht genügend gewürdigt hat. Obwohl die Nationalität der Rebellenkämpfer unbekannt ist, hieß es, dass sie klassisches Arabisch ohne den üblichen syrischen Dialekt sprachen. Sie brachten Mohammed zu seinem Haus und exekutierten ihn, indem sie ihn vor seinen Eltern und Geschwistern in den Mund schossen. Attacken seitens fremder Islamisten, die darauf gerichtet sind, eine extrem strenge Form der Scharia durchzusetzen, sind zunehmend üblich in den von Rebellen besetzten Teilen Syriens, stand bei antikrieg.com. Tel Aviv. Israel fürchtet die russischen Luftabwehrraketenkomplexe S-300. Wenn diese nach Syrien geliefert werden, so der israelische Vizeaußenminister Zeev Elkin, könnten sie jedes Flugzeug im israelischen Luftraum abschießen. Ach gucke. Die S-300-Komplexe in Damaskus machen jedes beliebige Flugzeug über dem israelischen Territorium angreifbar.
Angesichts der instabilen Situation kann diese Waffe wem auch immer in die Hände fallen, sagte Elkin in einem Interview mit der russischen Zeitung Kommersant. Für Russland, fügte der Vizeminister hinzu, seien die S-300-Raketen selbstverständlich eine Defensivwaffe. Jedoch sei im Nahen Osten alles anders. Die USA und Israel sind besorgt über die möglichen Lieferungen von S-300-Systemen an Damaskus, meldete de.rian.ru. USA. Der grenzenlose Informant heißt das Programm der NSA, mit dessen Legitimation Daten von Menschen aus der ganzen Welt gesammelt werden. 3 Milliarden Datensätze kommen aus den USA, behauptete Guardian-Journalist Glenn Greenwald, beruft sich auf seine geheimen Quellen. Allerdings stellte sich heraus, dass die NSA mit der Technologie gezielt Länder herausfiltert und nach Aktivitäten durchsucht. Wie eine Grafik veranschaulichte, haben sich die Amerikaner in Europa, in Deutschland besonders intensiv umgehört. Hier wurden ähnliche Aktivitäten entfaltet wie in China. Offenbar vermuten die Amerikaner, in Deutschland auf besonders interessantes Material zu stoßen, dachte sich deutsche-wirtschafts-nachrichten.de. New York. Die Ratingagentur Standard & Poor's erhöhte am Montag den Ausblick für die weltgrößte Volkswirtschaft von negativ auf stabil, sorgte damit für positive Reaktionen an den Finanzmärkten. Zugleich sinke die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Herabstufung auf weniger als ein Drittel, teilte die Agentur mit. Sie bewertete die Kreditwürdigkeit weiter mit der Note AA+, eine Stufe unter der Top-Bonität AAA. Die Rating-Experten begründeten ihren Schritt mit höheren Steuereinnahmen und Maßnahmen der Politik, die Verschuldung langfristig besser in den Griff zu bekommen, schrieb Format.at. Brüssel, Berlin. Wie es in einem Papier des European Union Institute for Security Studies, also EUISS, hieß, gäbe es in den EU-Staaten eklatante Mängel bei den Streitkräften. Würden sie nicht behoben, dann drohe den Streitkräften der Abstieg zu Bonsai-Armeen, zudem möglicherweise der Niedergang der europäischen Rüstungsindustrie. Dabei gäbe es bedeutende Interessen zu verteidigen, etwa den Schutz der Seewege für Energie- und Rohstoffeinfuhren. Probleme entstünden für die EU zudem aus dem Aufstieg Chinas. Das EU-ISS-Papier diskutierte konkrete Konfliktszenarien, darunter Instabilität in Südostasien, Machtkampf in der Indo-Pazifik-Region und die Frage, was europäische Streitkräfte benötigten, wollten sie eingreifen. Es soll die militärpolitischen Debatten bündeln, meinte 0815-info.de. Brüssel. Nochmal pravda.tv.com.wordpress.com. Eurocorps ist nach Vorstellung der Bilderberg-Globalisten die Proto-EU-Armee, loyal gegenüber Brüssel, ohne echte Kontrolle der Bevölkerungen der einzelnen Länder wie etwa Deutschland. Der Eurocorps-Vize ist der Bundeswehr-Generalmajor Walter Spindler. Am Wochenende im britischen Watford bei Bilderberg, kommandierender General des Eurocorps Olivier de Bavinchov, wurde die deutsche Armee deshalb in den vergangenen Jahren so stark geschliffen, weil eine eigenständige und schlagkräftige Landesverteidigung den Brüsseler Plänen und Vorstellungen der Bilderberger widerspricht? In den SACEUR-Abkommen vom 21. Januar 1993 und 3. September 2002 wurden die Beziehungen und Kompetenzen zwischen NATO und Eurocorps geregelt. Das Eurocorps stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik dar. Das Korps besteht jetzt aus etwa 65.000 Soldaten, ist seit 1995 einsatzbereit. Athen. Griechenland ist es Anfang dieser Woche nicht gelungen, einen einzigen Bieter für das staatliche Erdgasunternehmen DEPA zu finden. Das fehlende Interesse am Kronjuwel des griechischen Privatisierungsprogramms ist ein schwerer Rückschlag für Athens Bemühungen, bis zum Ende des Jahres Milliarden durch Vermögensverkäufe einzunehmen. Laut Regierungsvertretern erhielt die staatliche Privatisierungsagentur kein Gebot für DEPA, nur ein Gebot für dessen Schwesterunternehmen, den Gasnetzbetreiber DESFA. Zuvor hatte Russlands staatlicher Erdgasriese Gazprom
sein Gebot zurückgezogen. Andere potenzielle Bieter, die zuvor ihr Interesse signalisiert hatten, gaben ebenfalls keine Gebote ab, informierte Welt.de. Griechenland. Nochmal marialottesblog.com. Der griechische Staat knöpft griechischen Emigranten skrupellos die Hälfte der Gelder ab, die sie in den letzten Jahren in ihr Vaterland transferierten, obwohl die Beträge bereits in den Ländern besteuert wurden, in denen sie arbeiteten und ihr Geld verdienten. Genauer gesagt verlangt das Finanzministerium von den Betroffenen auf das von ihnen nach Griechenland gebrachte Geld 45% Einkommenssteuer, nebst den anfälligen Strafsteuern und Zuschlägen zu entrichten oder aber vor die Verwaltungsgerichte zu ziehen, die über die Substanz ihres Falls entscheiden werden. Der weltweite Betrug wird immer offensichtlicher. Karlsruhe. Das Bundesgrundgesetzgericht muss sich mit den Krisenhilfen der EZB beschäftigen. Egal, was die Karlsruher Richter entscheiden, die Euro-Rettung wird kein gutes Ende nehmen, meinte sogar Focus.de. Viele Gegner der Euro-Rettung setzen ihre Hoffnungen auf ein Urteil aus Karlsruhe, das der EZB den Ankauf von Staatsanleihen untersagen soll. Dieser Wunsch ist nachvollziehbar, entspringt der Erwartungshaltung an eine seriöse Geldpolitik, richtet sich aber doch nur gegen ein Symptom falscher Politik unter vielen. Egal, wie Karlsruhe entscheidet, es wird sich am Weg, den die Mächtigen Europas in Brüsseler Verhandlungsseelen vereinbart haben, nichts wirklich ändern. Der als notorisch integrationsfreundlich bekannte Europäische Gerichtshof würde, sollte ihm der Fall widerlegt werden, der EZB mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Persilschein ausstellen. Klar. BRID. Laut Statistik der deutschen Rentenversicherung betrug im vergangenen Jahr fast jede zweite Rente weniger als 700 Euro. 57,25% der Rentner im Westen, die 2012 in Frührente gingen, bekommen eine Rente unter 700 Euro. 69,2% der Rentner im Osten Deutschlands, die 2012 in Frührente gingen, bekommen eine Rente unter 700 Euro. Insgesamt 48,21% der Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrentner erhielten 2012 weniger als die Summe, die Senioren im Durchschnitt als Grundsicherung im Alter inklusive Miete und Heizung zusteht, konstatierte randzone-attendon.buyandsnap.com. Kurz vor eigeklimaenergie.eu. Die Energiewendepolitik der Bundesregierung belastet die deutschen Verbraucher immer stärker. Nach der jüngsten Strompreisanalyse des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft steigen die staatlichen Steuern und Abgaben auf den Stromverbrauch in diesem Jahr um rund 25% auf den Rekordwert von 31,6 Milliarden Euro. Hamburg. Im Hamburger Theater Kammknagel hocken Menschen wie Tiere in Käfigen. Die Besucher der Ausstellung Zoo 3000, Okopis Spezies, begaffen sie für 3 Euro Eintritt, reichen Cola, Erdnüsse, Kippen durch die Gitterstäbe. Wer lässt sich freiwillig einsperren wie ein Tier, fragte Bild.de. Die 14 Teilnehmer sind Obdachlose, Asylbewerber, Hartz-IV-Empfänger, Punks, Ex-Häftlinge, Alleinerziehende. Bis 15. Juni hocken sie täglich von 18 bis 22 Uhr in den 3 Quadratmeter Zellen, die mit TV, Pflanzen, Sesseln eingerichtet sind. Wer aufs Klo muss, wird gefahren. Im Käfigwagen. Dessau-Roßlau. Das Umweltbundesamt sieht nach Spiegelinformationen weit größere Potenziale für die Windenergie an Land als bislang angenommen. Auf Deutschlands Flächen könnte nach Ansicht der Behörde viel mehr Strom durch die Rotoren produziert werden, als 2012 insgesamt verbraucht wurde, schnarchte Spiegel.de in dem Blätterwald. Bei uns werden auch gerade wieder 4 Stück ganz in unserer Nähe hier aufgebaut. Und jeder weiß, dass es alles nutz- und sinnlos ist. Und sie machen weiter. Wuppertal. Unmittelbar vor der öffentlichen Anhörung des Bundesverfassungsgerichts am 11. und 12. Juni über unbegrenzten Kauf von Staatsanleihen aus Krisenländern durch die EZB hat eine Klägerin Strafanzeige gegen Gerichtspräsidenten Andreas Voskuhle, Verfassungsrichter Peter M. Huber und unbekannt gestellt.
Die Wuppertaler Menschenrechtsaktivistin und Psychologin Sarah Lucia Hassel-Reusing erstattet Anzeige wegen vermuteter Rechtsbeugung in den Verfahren zum ESM, zum Fiskalpakt, zur sogenannten kleinen Vertragsänderung, die am 11. und 12. ebenfalls in der Hauptsache verhandelt werden muss oder verhandelt werden. Aus Unterlagen der Wuppertaler Kriminalpolizei geht hervor, dass Hassel-Reusing ihre Strafanzeige gegen Voskuhle und Huber dort am 3. Juni gestellt hat. Sie ist dort unter dem Aktenzeichen 503-000-060652-13-5 registriert. War bei geolitico.de zu lesen. Die gute Nachricht von gute-nachrichten.com.de. Es ist mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass alternative Medizin zu erstaunlichen Heilungen führt. Es gibt verschiedenste Heilmethoden wie das Handauflegen, Reiki und so weiter. Jeder einzelne von uns kann diese Methoden erfahren, selbst erlernen, um sich, sprich seinen Geist und seine Seele, zu heilen. Die Psychologie behauptet, dass 80% aller Krankheiten psychischen Ursprungs sind. Anmerkung aus der Redaktion. Psychosomatik richtig verstanden bedeutet übrigens 100% und gilt genauso für Unfälle. Da ist es sinnvoll, wenn die Psyche geheilt wird, ob man nun daran glaubt oder nicht, dass unser physischer Zustand, sprich unser Körper, auch geheilt werden kann. Das Ganze nennt man dann Aktivierung unter Selbstheilungskräfte. Es hört sich einfach an, aber auch sehr logisch. Damit schließen wir wieder für heute. Wünschen euch allen einen angenehmen Abend. Es verbleibt eure Biene vom Honigmann. Und tschüss.